AfD 13. Der Wahlsieg der AfD macht Horst Selbiger Angst. Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Ja, was will er denn? Die Grenzen von 39? Ja? Ja. Noch heute erinnert sich Horst Selbiger genau an die Anfänge der Nazi-Zeit, als er in der Schule beschimpft und geschlagen wurde. Das fing an damit, dass ich also in meiner Klasse der Judenitzig und die Judensau war. Das ging immer weiter und immer tiefer, immer beleidigender, immer immer tödlicher. 61 seiner Angehörigen wurden im Holocaust ermordet. Der Faschismus und dessen Aufarbeitung in Deutschland sind bis heute sein Lebensthema. Das Ergebnis der Bundestagswahl hat ihn aufgewühlt. Noch in der Nacht schreibt der 90-Jährige auf Facebook. Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht das Erstaunen und die Wut, dass jetzt die AfD in den Bundestag einzieht. Nazis saßen doch seit 1949 im Bundestag, stellten Minister, einer war sogar Bundeskanzler. Bis in die 80er Jahre waren ehemalige NSDAP-Mitglieder im deutschen Parlament, in fast allen Parteien. Und für Horst Selbiger steht auch die AfD in dieser Tradition. Ich hoffe nur, dass wirklich jetzt ein Umdenken stattfindet und diese Blindheit auf dem rechten Auge endlich durch ein Mikroskop ersetzt wird. Und man wie diese widerlichen Rechten endlich entlarvt. Und ich hoffe, dass diese Auseinandersetzungen im neuen Bundestag stattfinden. Und nicht, dass die AfD den Bundestag beherrscht. Im Gegenteil. Im Gegenteil.